Hallo und herzlich willkommen zurück bei X3 Reunion. Nachdem uns letztes Mal ein paar Piraten ganz schön heftig in den Arsch getreten haben, versuche ich diesmal vielleicht etwas sorgsamer meine Gegner auszuwählen. Aber dennoch haben wir dasselbe Ziel wie das letzte Mal. Und zwar müssen wir Thomas Beckett finden, einen Priester der Goner, der angeblich Informationen über diesen Kristall hat, den wir suchen und der von vielen Piraten und anderen Leuten ebenfalls gesucht wird. Und schön auf die Karte schauen, damit wir sehen, ob irgendjemand von den Piraten uns über den Weg läuft. Zum Beispiel diese 6, 7, 8, 9, 10, 11 Piraten, Schiffe. Yay! Gut, da kommen zwar Piraten. Aber die könnte ich sogar besiegen, da das relativ schwache P Schiffe sind. Nummer 1. Nummer 2. Und der dritte kommt gleich hinterher. Und tschüss. Nehmen wir die Rakete gleich mal mit. So, was gibt's hier noch für Piraten? Eine Eclipse. Wunderbar. Ich habe keine Lust, mit der zu kämpfen, aber die mit mir. Ach du Scheiße. Ich fliege am besten einfach durchs Tor. Und finde hier viele, viele Piraten vor. Die alle viel stärkere Schiffe haben als ich. Yay! So, was ist denn hier alles los? Mir scheint, das ist ein ganz schöner Piratenhaufen hier. Mit dem ich erstmal nichts zu tun haben will, da wir sonst gleich wieder den schönen The End-Screen sehen, auf den ich eigentlich überhaupt keine Lust mehr habe. Aber vielleicht haben wir ja Glück und die Piraten zerstören irgendein Frachtschiff und wir können dann etwas Fracht mitnehmen. Mal schauen. Kea ist zu stark, Nova ist auch zu stark. Was ist das?
Glück gehabt. Noch leben wir. So, und hier ist wieder etwas friedlicher, dieser Sektor. Ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte nichts sagen sollen. Unglaublich. Ja, 10, 11. Och, ist doch nicht so schlimm. Das Spiel mag mich sehr. Und da gehe ich lieber nochmal zu einer Station und speichere dort. Das mach ich mal lieber manuell. Nicht, dass mich sonst während des Autopilot-Vorgangs irgendwelche Piraten abschießen. Und es gibt keine Mission für uns. Weg zur Freiheit. Da ist ja schon der Sektor, wo wir hin müssen. Auch wenn wir schon wieder sehr, sehr viele Freunde im Schlepptau haben. Aber ich hoffe mal, die fliegen nicht durch das Tor durch. Was ziemlicher Mist wäre. Und hier soll sich jetzt dieser Priester aufhalten. Da es immer eine Station gibt, werde ich mal dorthin fliegen. Was ist das denn für ein Ring? Na, schauen wir uns später an. Tja, einen Pilot sucht er. Wer kommt da wohl in Frage? Du gewinnst Rennen. Ich sage, wo dieses nutzlose Säugerbecken sei. Geht das halbwegs fair zu oder fliegen mir gleich die Antriebe um die Ohren? Nein, sehr viel. Kein Problem. Schon seit Wochen niemand getötet. Na, großartig. Und meine kleine Abwechslung zu den sonstigen Kampfaufgaben. Gentlemen, startet eure Triebwerke! Seid ihr bereit? Start auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Und los! Scheint mir etwas unfair zu sein, dass die alle etwas schneller sind als ich.
Aber gute Piloten sind das auch nicht. Ey, wenn der mich jetzt rammt, ey, dann werde ich aber sehr, sehr aggressiv werden. Yay, Platz 1. Und die letzte Kurve. Du nichts so nutzlos wie die anderen Milchsäuger. Du noch einrennen wollen. Sage Gap viel Geld zahlen. Wo ist Thomas? Ich sende den Koordinaten. Aber denken dran, Schuppelloser. Wenn du braunen Geld, du fliegen für Gap. Wenn wir ihn finden wollen, sollten wir so bald wie möglich Thomas aufsuchen. Puh, mir scheint, wir haben gewonnen. Und er ist ein Erzgürtel. Yay, sehr schön. Jetzt fliegen wir den ganzen Weg zurück. Sind wir gerade geflogen, sind, obwohl wir eigentlich nur ein System hätten fliegen müssen. Na super toll. Aber ein was Gutes hat das gehabt. Und zwar, wir haben ein neues Schiff geschenkt bekommen. Und zwar die Starburst. Zwar sieht die von außen genauso aus wie unser Schiff, aber es gibt ein paar kleine Unterschiede. Und zwar, das Starburst ist ein extrem schnelles Rennschiff. Unser Schiff hat eine Maximalgeschwindigkeit, wie ihr seht, von 175 Metern pro Sekunde. Und dieses Schiff hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 900. Also es ist deutlich schneller als jedes andere Schiff. Dafür ist es aber auch unbewaffnet und mit extrem schwachen Schilden ausgerüstet. Und um das Schiff jetzt einzunehmen, müssen wir erstmal aus unserem aussteigen. Nah genug an das andere heranfliegen. Oder? Seltsam. Normalerweise kann man das jetzt einnehmen. Ach so, ja, stimmt. Das geht ja erst, nachdem man diese Mission abgeschlossen hat. Mein Fehler. Na dann. Zum Glück haben wir noch ein paar Energiezellen. Und können damit den ganzen Weg uns sparen. Und müssen jetzt keine Angst haben, von irgendwelchen Piraten abgeschossen zu werden. Erreiche System, Erzgürtel. Thomas Schiff ist in dem östlich gelegenen Nebel in diesem Sektor. Wir sollten so
Okay, in den Osten. Also habe ich genau das falsche Tor ausgesucht. Also ich habe echt kein Glück bei dem Spiel. Und da ist unser Freund auch schon. Okay, dann geht's jetzt erstmal wieder zu unserem anderen guten Freund, Ben Denner, der uns am Anfang des Spiels diese Mission mit den Rekruten und der Patrouille gegeben hat. Ben Denner ist ein ziemlich hoher Militär beim Argon, bei der Argon-Flotte. Leider sind uns die Energiezellen ausgegangen, sodass wir jetzt nicht mehr mit Sprungenergie vorwärts fliegen können. Aber wir können kurz zu dem Ausrüstungsdock fliegen und dort die Rakete verkaufen, die wir eingesammelt haben. Was uns, glaube ich, so circa 2000 Credits bringen dürfte. Oh, 4000 sogar. Gibt's hier eine Mission noch für uns? Nein, 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 nix. Eigentlich hoffe ich ja jetzt, dass ich jetzt in diesen Argon-Gebieten jetzt auf schwache Piraten stoße, damit ich noch ein wenig Geld verdienen kann. Das wäre praktisch. So, dann suchen wir mal unseren Kumpel. Das da hinten sieht aus wie sein Schiff. Jo, das müsste er sein. Genau, das Flaggschiff der Argon-Flotte.
Sie sprechen mit dem Automat. Julian, ich habe bereits gehört, was mit dem weißen Stein passiert ist. Ja, ich habe ein ernstes Wörtchen mit Ion zu reden. Wir könnten jedoch etwas Hilfe gebrauchen, um ihn zu fangen. Wir wären sehr dankbar. Was braucht ihr? Eine Möglichkeit, meiner Besprechung zuzuhören, ohne dass jemand weiß, dass wir da sind. Ich fürchte, Argon Prime ist zurzeit nicht gerade versessen darauf, Ausrüstung zu verleihen. Es gibt aber einen Ibidium-Konvoi der Terracom in Heimat des Lichts, der noch eine Eskorte benötigt. Wenn du dort aushilfst, könnte mir das dabei helfen, ein paar Spionagedrohnen für dich zu besorgen. Ich melde mich wieder. Vielleicht hilft mir eines Tages auch mal einfach jemand, nur weil er mich mag. Und wieder mal eine fehlende Videosequenz. Dafür nochmal Entschuldigung. Aber zum Glück gibt es noch für alles nochmal Nachrichten. Und wir sollen eine Terracorp-Flotte beschützen. Die kennen wir ja schon. Wir waren dort schon in dem Hauptquartier. Und haben dort Energiezellen gekauft. Und da das nicht allzu weit weg ist, können wir das ja gleich mal machen. Terracorp-Konvoi, Geschwader, Kommandant. Ich glaube, das ist unser Mann. Tja, war wohl doch nicht unser Mann. War wohl doch wieder Saya, unsere alte Freundin. Am besten wir hauen einfach den Autopilot rein und lassen die Zeit etwas schneller vergehen. Auch wenn es jetzt etwas hektisch aussieht. Da die Wegfindung hier etwas grenzwertig ist. Ein fliegendes Sonnenkraftwerk. Das ist übrigens eines der Schiffe, die durch diese Erweiterung Extended hinzugefügt wurden. Also ich kann nur hoffen, dass die sich da hinten mal auskäsen. Ich will noch heute irgendwann fertig werden. Argon, Mammut,
Aber so wie es aussieht, nähern wir uns schon langsam mal dem Südtor an. Womit hoffentlich bald mal ein wenig Action in die Mission kommt. Und ins nächste System rein. Wer hätte es gedacht, unsere alten Freunde, die Karg, schauen wieder vorbei. Allerdings eine gute Möglichkeit für uns, etwas Geld zu verdienen mit unserer Polizeilizenz. Wenn wir nicht sterben. Hey. Wir dürfen wieder in Geschütztürmen sitzen. Und Kanonier spielen. Unser erstes Kopfgeld. Sehr schön. So. Auf in den nächsten Turm. Sind die da ernsthaft gegen den Asteroiden geflogen, Alter? Da kann man sich nur an den Kopf fassen. So, ich würde jetzt gerne den Platz wechseln, um mehr abzuschießen. Jetzt darf ich wieder. So, noch zwei. Und du bist auch noch mal in der Liste, mein Freundchen. Und jetzt darf ich wieder richtig fliegen. Und gleich einen Bomber. Ich freue mich schon auf ein stärkeres Raumschiff, wenn das hier nicht mehr Ewigkeiten dauert.
So. Ein neuer Gegner. Ein Interceptor, das ist ein mittlerer Jäger, so wie unser Schiff. Aber auch den sollten wir relativ schnell besiegen können. Und wieder ein Aufklärer. Keine Gefahr. Nur halt nervig mit seiner hohen Geschwindigkeit. Und er fliegt gegen einen Asteroiden, also. Wie blöd kann man sein? Ich habe auch das Gefühl, dass unsere Freunde nicht sehr viel machen, um uns zu unterstützen. Was ich etwas frech finde. So, der ist weg. Auf zum nächsten. Wieder ein mittlerer Jäger. Und das müsste jetzt sogar der letzte sein. Sehr gut. Geschafft. Gut. Wir haben unsere nächste Mission geschafft. Der Konvoi ist gerettet. Und ich denke mal, wir schauen jetzt mal kurz zu der Kraftwerksstation hier und beenden dort die Folge. So. Beinahe geschafft für heute. Wenn ich richtig schaue, eine ziemlich lange Folge. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Und das ist ein Geschäft, das ich ganz bestimmt noch nicht machen kann. Und daher sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.